Ludwigsburg ist eine Stadt mit 90.000 Einwohnern im Dunstkreis von Stuttgart. Wir sind seit 2004 dabei, ein Stadtentwicklungskonzept zu leben. Und dabei spielt bei uns auch das Thema fairer Handel, Verantwortung in der einen Welt, auch eine Rolle. Und eine Initiative von uns selbst als Stadt war dann zu sagen, lasst uns doch mit unserer französischen Partnerstadt Mobiliar zusammen in Afrika eine Entwicklungszusammenarbeit beginnen. Und dann haben wir 2008 den Förderkreis Burkina Faso e.V. gegründet. Die Welthungerhilfe hat uns dann Kongusi vermittelt. Sie haben gesagt, es ist eine ganz arme Stadt, braucht jede Hilfe. Die Franzosen realisieren Wasserprojekte und Ludwigsburg hat die Aufgabe übernommen, Bildung. Wir haben ja 2007 begonnen mit den Spendenaktionen und 2007 fand der erste Afrikatag statt und der kam unglaublich gut an. Wir als Afrikaner, wir wollen selber mal Afrika unterstützen und auf eine andere Art und Weise auch den Leuten Afrika nahebringen. An die Leute auf Afrika sensibilisieren, dass es nicht nur die Schwarzen sind, sondern ein bunter Afrika ist. Jetzt sind wir ein Verein seit 2-3 Jahren. Also ich finde es eine gute Sache, auch wenn wir nicht so viel spenden können. Wir sind aus 7 oder 8 verschiedenen afrikanischen Ländern. Und haben am Anfang beschlossen, bevor da einfach immer nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, dass wir uns einfach an die Ludwigsburger Initiative dranhängen, dass wir das einfach mit unterstützen, um dass das besser vorwärts kommt. Also uns ist es wichtig, mit diesem Preisgeld das Ganze fortzusetzen, zu sagen, wir nehmen das vorhandene Engagement auf. Auch dafür Werbung zu machen, dass sich künftig noch mehr Leute engagieren und sich einfach einbringen, dass die Projekte weiterlaufen können und dass auch dieser Mehrwert in Afrika ankommt.